12. Spielrunde. Der ASV Neudorf ist zu Gast im Seewinkel bei Apathlon. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an einen offenen Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen, wobei den Neudorfern ein eindeutiger Elfmeter verweigert wurde und sich Viktor Dovic mehrmals auszeichnen konnte. Und wie schon in den Spielen zuvor war es wieder einmal Alexander Lex, der nach einem schnell abgespielten Freistoß und einem Stangelpass von Igor Balus zum 1:0 netzte. Nach einem sehenswerten Tor von Laci Toker kurz vor der Pause schien die Partie schon sicher gewonnen. Doch leider war dieser Gedanke auch in den Köpfen der Spieler eingeschlichen und so erlangte Apathlon in der zweiten Halbzeit kurzfristig die Kontrolle über das Spiel, welche auch im 1:2 Anschlusstreffer mündete. Doch Neudorf konnte nachsetzen und nach einer sehenswerten Einzelaktion von Laci Toker war bereits wenige Minuten später der alte Vorsprung wiederhergestellt. Während fast alle Apathloner nach vorne drängten, spielte der ASV mit Alexander Lex auf Konter und ließ sich auch durch den Anschlusstreffer der Apathloner nicht beirren. Immer wieder konnte sich Alexander Lex durchsetzen bzw. nur durch Fouls gestoppt werden und aus einem daraus resultierenden Freistoß erzielte wieder Laci Toker in der 80. Minute den verdienten 4:2 Endstand. In den letzten Minuten durfte sogar Christian Paar nochmal Kampfmannschaftsluft schnuppern. Passiert ist nichts mehr und der ASV konnte mit seinen Fans einen verdienten 4:2 Auswärtserfolg feiern.